Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Adventskalender 2020. Mit vielen Ideen rund ums Thema Weihnachten. Mit Karten, mit Verpackungen, Geschenkideen, Krippen to go und mit tollen Deko-Ideen für euer Zuhause. Schaut gerne auch bei meinem Adventskalender 2019 vorbei, den verlinke ich euch oben unter dem weißen i. Dort könnt ihr ganz viele tolle Kartenideen mit passenden Verpackungen entdecken und was man Schönes verschenken kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und beim Nachbasteln. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute an Tag 2 in unserem Adventskalender möchte ich euch das hier zeigen. Sieht jetzt ein bisschen unspektakulär aus, ist aber eine total süße Sache, denn das Ganze sind kleine Teelichthalter. Jetzt habe ich keine Batterie mehr drin, aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar habe ich mir gedacht, wir basteln halt einfach drei verschiedene, dann habt ihr drei verschiedene Ideen. Ein rundes, ich lege es euch nur lieber hin, weil dann seht ihr es auch. Ansonsten, wenn ich das so hinstelle, seht ihr es ja nicht so ganz so gut. Diese Form seht ihr aber ganz gut von oben, also einfach noch ein bisschen anders geformt. Das Ganze ist mit diesem wunderschönen beflockten Pergamentpapier gearbeitet und das wird auch noch ein bisschen verziert. Und wir machen heute aber noch eine große Version. Ich zeige euch mal hier, habe ich noch so ein kleines Pergamentblatt eingearbeitet, ein paar Sternchen, ein bisschen Glitzy. Also total einfach, perfekt für eure Tischdeko, auf jeden Fall geeignet. Ich zeige euch das nochmal von nah, auch mit Sternchen, mit einer kleinen Schleife, bisschen Glitzy, bisschen Farbe, hier mit einem kleinen gelochten Element, also wirklich total einfach und könnt ihr, wie gesagt, in jeder erdenklichen Größe gestalten. Und was ihr dafür braucht, ist einfach ein Stück Papier. Im Prinzip ist es auch völlig egal, wie groß das Papier ist. Es muss einfach nur so groß sein, dass es einmal um euer Teelicht passt und so groß sein, wie ihr das braucht. Also mein Papier hier hat jetzt das Maß 25 cm mal 15 cm. Wenn ihr aber so ein kleines machen wollt, ich weiß jetzt leider tatsächlich nicht mehr, wie groß das war, aber dann nehmt ihr einfach ein bisschen Restpapier, nehmt euch so ein kleines Teelicht, legt es einmal außen rum und guckt, ob es noch reicht. Und schon habt ihr das richtige Maß. Und die Höhe könnt ihr selber variieren. Also das ist jetzt von der Höhe ungefähr 5,5 oder 6 cm hoch. Das auch, also wie gesagt, das war einfach Restpapier, das man hier super noch verwerten kann und das einfach mit diesem beflockten Papier total schön ist. Ich zeige euch da auch jetzt mal schnell das Papier an sich. Das ist diese Bestellnummer. Und ihr habt einmal dieses Musterpapier, das wir jetzt heute verwenden. Dann habt ihr dieses tolle mit Blatt und Zweig. Passt natürlich auch unglaublich gut jetzt zu Weihnachten natürlich. Und ihr habt noch diese wunderschönen Wintersterne, seht ihr? Und das ist einfach toll, weil es sich super anfühlt und natürlich ein bisschen durchscheinend ist. Und das ist natürlich prädestiniert für ein Teelicht. Genau. Und ja, alles, was ich hier mache oder was ich bereits schon gemacht habe, ist, dass ich mir auf eine Seite, auf die Rückseite einfach ein bisschen Abreißklebeband klebe und schon können wir loslegen. Halt, halt! Nein, stimmt gar nicht. Ich erzähle einen Quatsch. Das Wichtigste ist, dass wir noch ein bisschen Farbe reinbringen in das Ganze und das hätte ich beinahe vergessen. Ich schnappe mir jetzt hier mal zwei Farben. Einmal Babyblau und einmal Heideblüte. Also Babyblau, tut mir leid, das kann man ganz schlecht lesen. Ich glaube, so geht's. Und Heideblüte, das sind die Bestellnummer. Und meine Fingerschwämmchen, die haben diese Bestellnummer. Und da habe ich mir eben meine zwei Blau- und Lila-Töne schon rausgesucht. Und dann möchte ich dann noch so ein bisschen so einen Farbverlauf drauf machen. Und das müssen wir natürlich vorher machen, bevor wir uns das Ganze zusammenkleben. Ich schnappe mir jetzt hier einfach ein bisschen Schmierpapier. Und habe mir gedacht, ich gehe jetzt so von der einen Ecke, möchte ich so ein bisschen diesen rosanen oder lilanen Ton haben. Da gehe ich jetzt einfach mit meinem Fingerschwämmchen, das kann man sich wirklich auf den Finger machen, ein bisschen in die Farbe. Und wichtig ist, ich fange mir hier außen an auf dem Schmierpapier und gehe dann in so kreisenden Bewegungen da ganz zart drüber. Und immer wenn ich mir neue Farbe aufnehme, gehe ich wieder von außen rein, damit ich nicht zu viel Farbe da drauf bringe. Und so kann ich mein beflocktes, wunderschönes, weißes Design von diesem Papier einfach noch ein bisschen hervorheben oder ein bisschen anders gestalten. Vielleicht auch natürlich farblich passend zu eurer Tischdeko, je nachdem. Und wir machen hier unten doch einen relativ breiten Streifen drauf. Und immer, wie gesagt, von außen ansetzen und lassen wir das dann hier so ein bisschen so ausschleichen. Geht noch ein bisschen nach oben. In die Ecke.
Und dann habe ich mir gedacht, von der anderen Seite könnte so ein bisschen bläulich reinkommen. Also das ist einfach so ein schöner Farbverlauf. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Ich denke, mit dem Blau sieht man es noch ein bisschen besser. Ich drehe es mir jetzt also einmal um. Ich lasse hier auf jeden Fall auch was weiß. Und von der anderen Seite gehe ich jetzt von unten rein. Also einfach so die Diagonale von unten mit dem Blauton. Auch mit einem ganz dezenten Blauton, mit diesem Babyblau. Das ist auch ganz zart. Und mache es hier genauso. Also ich tupfe es mir wieder ein bisschen Farbe auf und immer von außen reingehen. Und so hat man einfach noch so ein bisschen was Besonderes, ein bisschen so einen kleinen Spezialeffekt, den man eben selber in der Hand hat, weil man einfach, ja, gucken kann, was man für Farben auf dem Tisch haben möchte. Oder was zum Menü passt oder wie auch immer. Oder gerade zur Fensterdeko. Also ihr wisst, was ich meine. Genau. Und so mache ich das. Da würde ich jetzt noch ein bisschen weiter reingehen, dass von dem Weiß ein bisschen, dass es nicht zu weiß bleibt. Und durch das, dass das Papier so beflockt ist, macht ihr diese Farbe automatisch eigentlich nur auf diese beflockten, auf dieses beflockte Muster. Und das ist natürlich schon cool. Hier ziehe ich es ein bisschen weiter rüber. So, und jetzt zeige ich es euch dann gleich mal ohne Schmierpapier. Hoffe, dass es dann besser rauskommt. Es ist sehr dezent. Wenn ihr es vor euch habt, dann seht ihr es ein bisschen besser als jetzt, glaube ich, in der Kamera. Also hier ist diese blaue Ecke, diese leichte lilane Ecke und in der Mitte dieser weiße Streifen. So finde ich, fügt sich das ganz gut in ein schönes Bild. Und wenn ihr mehr Farbe wollt, macht es einfach öfter, dass ihr öfter drüber geht. Und wenn nicht, dann könnt ihr das einfach so lassen. So finde ich es jetzt eigentlich ganz schön. Genau, dann habe ich, wie gesagt, den Klebestreifen schon drauf gemacht. Und jetzt muss ich mich eigentlich nur noch entscheiden, was wir für eine Form machen. Also, wenn ihr jetzt eine runde Form haben wollt, ganz klar, dann klebt ihr euch einfach das Ganze hier so rund zusammen. Ich forme mir da immer so eine Rolle, lege mir das dann hier auf und klebe mir das dann so zusammen. Dann habt ihr ein schönes rundes Teelicht. Wenn ihr jetzt aber auch diese andere Form haben wollt, diese leicht ovale Form an der einen Seite, dann könnt ihr euch das Ganze einfach so zusammenkleben. Das ist wirklich total einfach. Wir machen jetzt einfach, was machen wir? Machen wir nochmal eine ovale Form. Das ist nur ein bisschen was außergewöhnlicher, das ist einfach nur rund. Nur wichtig, gut übereinander kleben und durch das, dass ihr ja hier mit diesem Abreißklebeband arbeitet, das ordentlich zusammenkleben, dass da nichts übersteht. Und im Prinzip, ihr seht, dass das Licht, das geht von alleine in diese Richtung, also das, oder diese Form, dieses Blatt. Und da kann man dann einfach das Teelicht reinsetzen und kann das dann jetzt noch schön gestalten außenrum. Also es ist heute wirklich eine ganz, ganz einfache, schnelle Idee. Und da habe ich jetzt mir gedacht, ich mache da so ein Band außenrum. Also um meine Runde habe ich ja komplett das Band einmal rumgewickelt. Und hier habe ich so gemacht, dass ich mir das gelocht habe und so eine kleine Schleife da unten gemacht habe. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal, das Band komplett außenrum zu machen, weil wir hier doch viel Fläche haben. Und ich zeige euch mal eben, was ich da für ein Band verwende. Ich nehme das feine Geschenkband. Es hat so einen schimmerigen, leicht aquamarinfarbigen Ton. Das finde ich passt sehr gut zu den anderen beiden Farben. Und da schneide ich mir jetzt einfach mal ein größeres Stückchen ab. Und lege mir das jetzt einmal hier rum. Ich würde das dann einfach hier lochen und dann hier eine schöne Schleife reinbinden. Und man kann das ja ruhig ein bisschen weiter nach oben setzen. Gerade bei diesem großen Papier muss das ja nicht ganz unten am Rand sein. Und da schnappe ich mir jetzt einfach meine Lochstanze. Das ist eine Cropper Dial. Da hat man zwei verschiedene Lochgrößen auch. Man kann damit auch nieten. Und ich glaube, ich nehme die kleinere. Ich verlinke euch die mal unten in der Infobox. Und auch hier bin ich jetzt ziemlich spontan. Also ich gehe da von der Höhe her, so wie ich das einfach meine. Ihr macht es einfach, wie es euch gefällt. Ich mache mir da ein Loch rein, fädel mein Band durch, lege mir das einmal außen rum und kann mir dann hier so eine schöne Schleife binden. Wenn ihr so eine kleine Schleife hier machen wollt, dann könnt ihr so wie ich hier zwei Löcher machen. Hier auf der Rückseite sieht man es ein bisschen. Genau, wie ihr das mögt. Und da binde ich mir jetzt eine lockere, flockige Schleife hin. Erst mal einen kleinen Knoten. Achtung, aufpassen, nicht zu fest natürlich binden. Nicht, dass es hier alles zusammenzieht. Das
soll ja trotzdem noch so locker frei in Form bleiben, das Papier. Und dann hier so eine schöne Schleife. Und ich finde, die kann auch ruhig ein bisschen größer sein. Die muss nicht so klein sein bei dem großen Papier. Aber ein bisschen kürze ich mir die Bänder noch ein. Genau, also es ist insgesamt alles ganz zart gehalten, auch ganz zart von der Deko. Und dann habe ich mir einfach, ich habe immer so eine kleine Restekiste, das seht ihr noch öfter, das habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten Sterne ausgestanzt. Ich habe da diese Stanzform verwendet, diese großflächige, die es damals gab. Die gibt es jetzt natürlich nicht mehr, aber ich habe mir gedacht für euch, ganz klar könnt ihr das natürlich genauso nachbasteln, wenn ihr einfach im Herbst-Winter-Katalog mal diese Stanzform hier unten auf Seite 38 anschaut, da sind auch diese wunderbaren Sterne dabei. Schneeflocken sind es. Und die kann man da einfach super dekorieren, weil die einfach wunderschön sind. Ich habe mir die mit so einem Glitzerpapier ausgestanzt oder mit Weiß, also mit beiden. Und habe mir gedacht, ich gucke einfach, was mir gefällt und wie ich das anbringen kann. Und so baue ich mir das dann da ein bisschen außenrum. Und ankleben könnt ihr euch das zum Beispiel mit den Klebepunkten. Wo sind die denn? Ah, hier. Oder auch mit so einem Crystal Effects oder so. Ich nehme jetzt, glaube ich, doch die Klebepunkte der Crystal Effects. Der dauert immer einen kleinen Moment, bis der nachzieht. Und was ich da immer mache, wenn ich so ganz feine Stanzformen habe, die rolle ich mir so ein bisschen zusammen, die Klebepunkte, damit man die danach nicht sieht. Bringe die mir hier so diagonal auf und klebe mir dann einfach mal den großen Stern da oben drauf. Das ist einfach so schön. Und es soll so ganz dezent sein. Ihr könnt natürlich jetzt auch hier nochmal richtig mit Farbe arbeiten, wenn ihr euch das zum Beispiel in Pfauengrün oder so nochmal ausstanzt. Jetzt gucken wir mal, ob diese Weißen da auch gut dazu passen. Kann man schon machen, gell? Ich habe jetzt hier aber nur den kleinen nur noch in der Farbe. Machen wir einfach hier zwei hin, auf die andere Seite noch ein bisschen was. Ich bleibe jetzt bei diesem einfarbigen, also bei diesem Glitzerpapier, mache jetzt keine zwei Farben. Und gehe mir da einfach noch so ein bisschen an die Stellen, wo ich finde, da könnte noch was hin. Und dann schnappe ich mir noch diese kleinen süßen Schneeflocken. Die finde ich passen jetzt natürlich perfekt dazu. Da gibt es diese eher grünlichen Farbtöne und diese eher rosanen. Und die kann man schon auf jeden Fall mischen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Farbe da drin. Und die baue ich mir da noch so ein bisschen außenrum. Die kleben auch schon selber. Total praktisch. Und die hüpfen gerne durch die Gegend. Da muss man aufpassen, wenn man sie einfängt. Aber ich habe ihn noch gefunden. Da ist er. Und ich werde dann auch noch Glitzis aufbringen. Also ich packe jetzt noch nicht ganz so viele drauf. Hier so ein bisschen außenrum. Da ist noch mein gestanztes Teil, das braucht man nicht. Der weigert sich, der mag nicht. Genau. Ich mache mir da nochmal so einen rosafarbenen hier oben hin. Und jetzt nehme ich, wie gesagt, noch die Glitzis und dann sehe ich schon, ob ich noch ein paar Schneeflocken drauf machen möchte. Die haben diese Bestellnummer. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem sehen. Ich habe sie nicht beschriftet. Und da gehe ich auch einfach noch mal ein bisschen dazwischen, weil dann funkelt es noch ein bisschen. Man sieht, da ist einfach noch ein bisschen was drauf. Es geht ja einfach um diesen tollen Lichterschein, der da durchscheint. Und genau. So gestalten kann man sich da ganz einfach ganz tolle individuelle Teelichter gestalten. Na, der gefällt mir da nicht. Okidoki. So. Ich glaube, das reicht schon so. Ich finde es jetzt schon wunderschön. Es soll ja dezent sein. Und wie gesagt, das Leuchten von unserem Licht soll natürlich im Vordergrund stehen. Und da kann man dann einfach das Teelicht einbauen, hinstellen. Und dann hat man schon wunderschönes, individuelles und farblich nach seinen eigenen Wünschen gestaltetes Teelicht. Teelichtverpackung.
Also, ihr Lieben, das war heute wirklich eine ganz, ganz kurze Idee. Ich hoffe, ihr seht es gut. Ich versuche es euch einigermaßen okay ins Bild zu legen. Ich muss noch ein bisschen Platz machen fürs Schlussbild. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne, wie ich es hier gemacht habe, noch ein bisschen Pergamentpapier, so kleine Zweige einarbeiten. Natürlich könnt ihr jetzt auch noch in Farbe gehen und dann noch einen Zweig, zum Beispiel in Pfauengrün, könnte ich mir da unheimlich gut vorstellen. Ich habe hier auch noch irgendwas ausgestaltetes im Pfauengrün. Wenn man das dann noch so einbringt als Zweig oder so, das macht sich natürlich auch total gut. Also da könnt ihr euch total austoben. Wie gesagt, die Zweige habe ich auch irgendwie immer rumliegen. Die stand sich ja ständig aus. Oder ich habe jetzt hier auch noch was in der Farbe. Das könntet ihr jetzt mal sehen, wie das dann noch ausschauen würde, wenn man das noch so drunter setzt. Also das macht sich ganz gut, aber das macht ihr einfach so, wie es euch gefällt. Und das ist einfach nur so eine kleine Idee, wie packe ich sowas an? Das ist überhaupt nicht schwer, das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und was kann ich noch so ein bisschen machen? So ein bisschen mit den Schwämmchen draufgehen und so. Und ja, eine ganz einfache Idee für ein schönes Teelicht, aber individuell und ganz nach eurem Geschmack. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Schaut gerne bei meinen anderen Videos im Adventskalender wieder vorbei. Ich freue mich auf euch. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne noch einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!